out of you. You told me. Hallo, recht herzlich willkommen bei einem kleinen, etwas anderen Let's Play von City Skylines. Und zwar habe ich mir gedacht, ich zeige euch heute mal ein wenig meine private Stadt. Also wir sind nicht in Raccoon City, sondern wie man hier unten sieht, in Rockwood. Und angefangen hat alles hinter dieser kleinen Autobahnauffahrt hier. Hier, wo sich so schön alles staut, da habe ich angefangen. Ja, hakt's aber gerade gut. So, das hier war nur eine Brücke, die habe ich schnell noch erweitern müssen. Also dann nehmen wir mal den Fernseher los. Dieses Gebiet habe ich also als erstes erschlossen. Hier hatte ich dann mein allererstes Industriegebiet gebaut mit Spezialisierung zum Ausprobieren. Wie man sieht, ich habe auch hier ein kleines Problem mit den Toten. Kann aber im Moment nichts machen, da ich kein Geld habe. Ich habe gerade im Pausemodus noch ein paar gebaut, sollte dann allen so ein paar abgeholt werden. Ja, hier habe ich einen Bahnhof jetzt, der das reinste Chaos am Verursachen ist. Guckt euch das hier mal an. Selbst hier hinten in Kacheln, die ich noch gar nicht gekauft habe, staudet sich. Und hier unten ist nur Passagiere. Ha, warum fährst du nicht? Hallo? Warum fährst du nicht? Ach so, ja, hier. Es sind ja nur zwei Gleise und da auf beiden Gleisen sind welche. Oh, guck mal, da steht schon einer hinter. Das heißt, wenn der jetzt fährt, kann der rein, die fahren beide raus und jetzt kann der nächste erst hier rein. Oh, der ist sogar weggespawnt. Aber gucken wir uns das Ganze mal ein bisschen an hier. Hier kommen wir jetzt leider nicht raus. Naja, gut. Erst einmal zurück nach hier. Hier sollen jetzt meine ganzen Wasserpumpen. Abflüsse. Ich habe mittlerweile fast 90.000 Bevölkerung. Also von daher musste das ein wenig mehr sein. Genau wie pumpenmäßig. Gut, danach ging es hier rüber. Und man sieht schon. Mit dem Abriss der Häuser komme ich ja nicht mehr hinterher. Die hätte ich gerade alle weggemacht. Hier haben wir ein Agrarfeld. Ein Agrarindustrieblock. Was hast du da? Kein Platz mehr. Toll! Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen. Schließen wir mal eben. So. Was war mit dir? Gebäude ist abgeschaltet. Was ist mit dir? Du war. Warum bist du denn dann abgeschaltet? Ja, auf jeden Fall. Man sieht, hier ist schon ganz gut gebaut worden. Ganz groß geworden. Dann haben wir hier noch ein. Forstwirtschaftliches Gebiet, hier haben wir ein forstwirtschaftliches Gebiet. Hier kommt dann jetzt irgendwann, da kommt jetzt unsere Zuganbindung an. Und oh, 90.000 Megapolis. Monumente kann ich bauen. Monumente sind die Errungenschaften, die ihre Stadt von anderen unterscheiden wird. Sehr schön. Und ich könnte noch eine Kachel kaufen. Moment, was haben wir denn da? Edenpark, Weltraumlüft haben wir voll. Ui, müssen wir gleich mal gucken. Okay, anderen noch nicht.
So, auf jeden Fall hier geht's rund. Hatte ich hier. Nein, hier hatte ich keinen Bahnhof hingebaut. Ja, dann auf jeden Fall mit dieser Strecke habe ich angefangen. Ich denke, schließe die mal an hier. Zack, zack, zack. Siedel. Hallo. Bleibst du mal stehen? Oh Mann, Mann, Mann. Bis hier. Und hab mir gedacht, baust du hier einen Güterbahnhof hin. Ja, ist ja schön für die Industrie. Der ist dann so wenig hinterhergekommen, dass ich gesagt habe, brauchst du noch einen zweiten. Hab die miteinander angeschlossen. Und das hat nicht funktioniert. Du musst wirklich für den eine eigene Strecke bauen. Eine eigene Bahnlinie. Deswegen ist auch hier dann die zweite gekommen. Ja, hier unten haben wir meine zwei Häfen. Einmal Passagier, also Fracht, besser gesagt, und dahinter Passagier. So. Flughafen haben wir auch. Der International Flughafen von Rockford. Irgendwann passte das Ganze. Stopp. Junge, Junge, Junge. Hier stimmt halt aber ganz und gar nicht mit der Performance. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Am Anfang, als ich dann hier rübergezogen bin, hat, wie gesagt, nur diese eine Brücke gehabt, habe ich diese Straße hier gebaut, die jetzt Autobahn ist. Die führt bis hier runter. Die ging bis hier und dann hier eine Straße so runter. Dann hatte ich hier ein Ölfeld gemacht. Hier sieht man das Ölzeichen noch. Sunny Park, Ölindustrie. Ist mittlerweile aber, müsste das weg sein, das Öl. Ja, so gut wie. Hier unten noch ein ganz kleiner Zipfel. Da gehen wir gleich hin. Tja, und hab dann schön hier in das Gewerbegebiete und Wohngebiete hingebaut. Und auf einmal passte die Straße nicht mehr. Die war dermaßen überfüllt, dass ich hingegangen bin, von hier aus eine zweite Autobahn gelegt habe. Diese erstmal umgebaut zur Autobahn, die in die Richtung hier führt. Und eine geht jetzt von hier nach da. Dann überall Auf- und Abfahrten, zum Teil Brücken über die Autobahn, damit die schnell herkommen. Das ist noch eine normale Straße. Die Autobahn war schon, die hier unten ist. Hier habe ich dann nur kurioserweise, ihr kennt das ja, mit Brücken und Auffahrten und so verbunden, um den Verkehrsfluss ein wenig zu gewährleisten. Hier das Ganze in grün. Beziehungsweise hier war es noch, ist es noch ein bisschen extremer, da ja hier zwei Autobahnen kommen und hier. Die führten erst bis hier. Die habe ich nachträglich noch verlängert, als ich das Gebiet hier erschlossen habe. Hier ist nämlich Erz angesiedelt. Hier ist schon abgebaut, da haben wir schon umgeändert und dann hier ein riesengroßes Erzgebiet, was mich auch dazu brachte, einen zweiten Frachthafen bauen zu müssen. So. Und dann gucken wir uns das Ganze mal aus der Vogelperspektive an. Das geht jetzt leider so nicht, also gehen wir in die Ansicht. Und ihr seht schon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kacheln habe ich schon im Besitz. Ja, Leute, könnte ich jetzt gerade kaufen, haben wir ja gesehen. Ich habe übrigens noch keine Mod an, um auf 25 zu gehen. Aber man sieht auch, wie gut die meisten Kacheln hier schon bebaut sind. Also hier ist noch wenig.
Hier ist angefangen, ja. Hier ist auch angefangen, hier ist noch gar nichts. Also ich habe immer noch Platz nach oben. So. Jetzt interessiert mich hier das Monument mal. 1,5 Millionen. Leute reisen aus nah und fern in die Stadt, um sich den Weltraumlift anzusehen. Dies bedeutet einen riesigen Zustrom an Terroristen, die während ihres Besuchs auch gern Geld ausgeben. Ojo. Wasser 160 Kubikmeter und Strom 160 Kilowatt. Das ist ja noch human. 16.000 Unterhalt die Woche. Boah. Ja, wie gesagt, das hier ist dann so nach und nach noch dazugekommen alles. Ja, gucken wir mal ein bisschen hier. Den Bodenrichtwert, das ist natürlich ein wunderbarer. Wenn man sich hier anguckt, wie schön grün alles ist. Seht ihr, Bodenrichtwert 43 Euro. Und das, obwohl halt hier hinten die Industrie eigentlich ziemlich runterziehen müsste. Jedenfalls hier sieht man es ja, wo Erz abgebaut worden ist. Ja, wie gesagt, das mal ein kurzer Einblick zu meiner privaten Stadt. Und von daher sage ich jetzt, ich hoffe, ich sehe euch bei Raccoon City wieder. Und dann nur noch, wie am Ende immer, winke, winke, goodbye, arrivederci, euer Aiden Croft.